als jugendlicher Mann war das Schreiben in meinem Leben etwas Gefährliches an sich. Ich lebte damals in der Diktatur, in der Zeit von Saddam Hussein. Und frei zu denken an sich war ein Verbot. Frei zu schreiben war sehr gefährlich. Und plötzlich gab es Romane oder Bücher oder Gedichte, die plötzlich verboten sind. Und die zu lesen auch, es war eine gefährliche Tat, so revolutionäre Tat. Ich saß 2 Jahre meines Lebens im Knast im Irak wegen politischen Gründen. Und in dieser Zeit, es waren auch im Gefängnis zum Beispiel Stifte, Hefte, Bücher und so verboten. Wir hatten nichts da. Wir hatten nur 4 Wände um uns herum, unsere Klamotten. Die Suche nach irgendwas, so ein Buch, irgendwie, oder die Möglichkeit, irgendwas zu schreiben, war ein Traum. Ich habe übrigens auch im Knast, ich habe auch geschrieben, ich habe aber an der Wände mit einem kleinen Stein und da haben wir wirklich auch so sogar Gedichte. Ich erinnere mich einmal, habe ich auch das gesagt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte nach meiner Entlassung, dass ich diese Wand mitnehmen durfte, hätte ich diese Wand mitgenommen. Es war schon fast ein Gedichtband drauf. Ich bin als erwachsener Mann hier angekommen, hatte ich meine Muttersprache. Und ich musste die deutsche Sprache erobern. Und ich musste diese Sprache auch irgendwie verstehen und irgendwie auch meine Variante von dieser Sprache selbst finden. Mein Deutsch. Es klingt komisch, aber ich bin wie eine Kolonialmacht. Damals hatten wir diese Probleme alle nicht, als ich angefangen an dem Buch zu arbeiten oder als ich die Idee gehabt habe. Aber es ist tatsächlich, es kann man auch so sehen, das Buch ist ziemlich aktuell, ja, das Thema auch immer wieder aktuell ist. Und meine Idee ist es auch, diese Menschen wirklich eine Stimme geben. Plötzlich kommt der Gesetzgeber und sagt, er muss jetzt alle raus aus dem Land. Wie fühlen sie sich und nachher, was machen sie? Diese Dinge finden wir nicht in einem Geschichtsbuch. Ein Politiker wird uns auch nicht erzählen. Wer tut das denn? Wir. Autoren, Künstler. Das ist auch eine von unseren vielen Aufgaben. Und das war die Idee. Und ich dachte, ach, es gefällt mir. Vielleicht fange ich damit an. Und da habe ich dann versucht, natürlich was in diesem Bereich auch was zu lesen. Und ich habe tatsächlich festgestellt, es gibt keine Romane in der deutschen Literatur in diesem Bereich. Dass es die Hauptfigur ein Asylbewerber ist. Asylbewerber, der selbst redet. Ich war tatsächlich überrascht. Sogar in der Literatur sind sie noch nicht angekommen.